Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuen kleinen Nebenprojekt. Und zwar, wie man sehen kann, spiele ich wieder Trine 2. Aber jetzt geht es endlich los mit der Add-on-Geschichte. Und zwar, wie man hier sehen kann, ich bin jetzt in der Kapitelauswahl. Kapitel 13 war das letzte Kapitel des Hauptspiels. Und jetzt ist Kapitel 1 des Add-ons freigeschalten. Und da gucken wir jetzt mal rein. Wir haben also nochmal 7 Missionen vor uns. In einer schicksalsschweren Nacht schlichen finstere Gestalten durch den Wald vor Amadeus' Hütte. Der soll sich nur blicken lassen, dieser Schuft! Lass mich sofort los! Diesmal kommen uns diese verdammten Helden nicht in die Quere. Ja, lasst mich euch eine kleine Geschichte von den Kobolden erzählen, denen wir gerade begegnet sind. Während die Kobolde ihr finsteres Werk verrichteten, kehrten unsere drei tapferen Helden von ihrer Reise zurück. Amadeus, Pontius und Soja, die Helden des Trine, kehrten nach langer und beschwerlicher Reise endlich wieder in die Heimat zurück. Rechtschreibfehler, aber egal. Wir sehen, die Goblins sind zurück und haben Amadeus' Frau entführt, warum auch immer. Die scheint ja ziemlich schräg drauf zu sein. Also, dann gucken wir mal. Laternen und Dekorationen waren überall aufgehängt worden, um die Heimkehr der drei zu feiern. Sie kehrten in der Taverne ein, um sich am Feuer zu wärmen und die neueste Kunde zu hören. Und Pontius, man ahnt es, sehnte sich nach einem großen Festmahl. Wirt, die Helden sind zurück und sie haben Durst. Ich muss nach Hause zu Margaret. Ich habe genug erlebt. Ich habe genug von Drachen. Ganz schön leer hier. Wo sind denn alle? Ich habe das Gefühl, dass wir etwas vergessen haben. Mal sehen. Wir haben die Prinzessin gerettet. Wir haben die Kürbisse gerettet. Kobolde! Kobolde vor den Mauern! Versteckt eure Kinder! Aber wir haben die Kobolde vergessen. Und weiter geht's. Ja. Und es geht weiter. Gleich Action. Na komm runter, du. Danke. Kommt eben der Pfeil nach oben. Oder? Na komm. So. Da kommen jetzt noch mehr Kobolde, hä? Oh, Erfahrungsgewinn. Wo ist die von hier oben? Und ich wollte doch nur eine Tasse Tee und frische Kleider. Ja. Das geht sehr toll los. Gucken wir mal, ob noch hinter dem Fass was ist. Nö. Dann scheint es jetzt hier oben rauszugehen. Hier oben. Durch das Fenster. Und die Menschen flüchten vor den Kobolden. Ja. Ich will sein. Da hoch, weil über dem Ausgang hängt noch eine Erfahrungsbiole. So. Umschalten auf Explosionsteile. Dann geht das hier nämlich auch gleich kaputt. Und wir können uns das schnappen. Upsala. Der Hebel hier. Wir müssen hier umlegen. Nein, das war schon mal nichts. Jetzt müssen wir den Hebel nochmal umlegen. Jupp, müssen wir. Achso, der ist zeitgetriggert. Nein, ich will da hoch.
Hier scheint es ja noch viel mehr Fiolen zu geben. An die da würde ich gerne rankommen. Aber scheinbar lässt man uns nicht so wirklich daran. So, den Hebel halten wir mal kurz fest. Mist. Willst du mich veralbern? So, hoch. So. Ich will trotzdem an das Zeug da drüben ran. Das geht ja mal gar nicht. Was zur Hölle ist das hier? Ausdruck. Wo will er hin? Beeilung, los. Wir müssen die Mauern beschützen. Ja. Dort will ich aber noch gar nicht hin eigentlich. Ah, hier gibt's noch einen Hebel. Was machst du denn Schönes? Du schaffst so seinen Weg, ne? So, jetzt müssen wir doch da oben dran kommen, ne? Na komm, das kriegen wir doch hin. Oder auch nicht. Ja. Nein, so kommen wir da garantiert nicht dran. Können wir da was drauf balancieren? Ja, können wir. Da eine Kiste drauf. So. Und Geronimo. Nein, das war falsch. Aber das sieht schon mal gar nicht mal so falsch aus. Hopp, hopp. Und hopp. Und geschafft. Das ist gemeingefährlich. Yay, Kisten schleudern. Hui. Hier geht's auf jeden Fall schon mal hoch. So, hochspringen, höher. Gut. Oh. So. Aua. Gehst du weg? Hier ist wieder so Matsch. Was bringt uns das Stück denn? Nicht besonders viel. Höchstens, wir können damit eine Verlängerung machen, um so hier höher zu kommen, hä? So. Und springen. Nein. 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 Wir müssen erst selber da hoch. Das war auch nicht gut. Wow. So. Jetzt hier runter. Und eine Kiste zum Öffnen. Was gibt's denn hier drin? Ein Sammelgericht. Kommt zu Pennys Bäckerei für Köstliches und Nascherei. Die Kuchen werdet ihr genießen. Die Torten lassen euch zerfließen.
Ein toller Reim. Und der ist von Pontius. Oh. Hallo ihr beiden, nicht verstecken. Ach du heilige Scheiße. Da kommt was. Mir ist plötzlich so nach Speck. Uah. Sowas finde ich echt gemein. Das war jetzt gerade richtig assi. Ich konnte mich nicht gegen das Schreien wehren, weil ich noch in der Zwischensequenz gefangen war. Da. Explodier einfach. Na komm, explodier. So ist gut. Stufenaufstieg. 4 Punkte. Metallmagnetisierung. Was machst du denn? Klingt schon mal gar nicht so schlecht. Schwerkraftreduktionsfeld. Und das hier. Oh, das klingt am besten. Probieren wir das mal aus. Halte das Schild in der Luft über den Kopf, um zu gleiten. Ah ja. Funktioniert gut sogar. Ah nein, du kommst mir nicht davon. Wieder hoch. Na, Mist. Können wir so das Feuer löschen? Nein, können wir leider nicht. Komm, ich heb mich doch an dem Holz fest. Ja. Oh, so. Können wir das doch so löschen? Wow. Nein, das da brennt jetzt. Oder schlagen wir es einfach da durch. Nein, das geht leider auch nicht. Okay, aber das geht so. So, jetzt was? So, jetzt löschen wir mal hier. Das müsste gehen, hoffe ich mal. Ja, das geht auch tatsächlich. Ah, ich bin schneller als du. Ist da gerade ein Goblin vorbeigeflogen? Aua. Nein. Komm, bring mich da rüber. Das ist fies. Wie soll ich da hochkommen? Ups. Okay, das war gerade sinnlos. Ist er tot? Ach, und hier liegt der blöde Platte drauf. Hopp. Jetzt bringen wir uns hier hoch. Ich muss nämlich meine wiederbeleben. So, genau.
Hier ist schon mal noch was. Soll man bitte auf dem rutschigen Dach vorankommen? So, das habe ich schon mal gekriegt. Ah. Und ich würde sagen, hier machen wir jetzt mal den ersten Cut. Bis gleich.